Da bin ich wieder. Pünktlich zum nächsten Video von Let's Play Uncharted 2, wo wir jetzt durch das Hochgebirge von Tibet latschen. Was bin ich? Wo ist passiert? Versteht mich hier jemand? Nee. Aber man kann hier mal gucken, ob man hier irgendwelche Schätze entdeckt. Kapiert, dir nach. Naja. Geh auch. Einfach mal in andere Häuser reinlatschen. Hier liegt doch bestimmt irgendwo ein Schatz rum. Ich riech das förmlich. Was? Nee, hier ist nix. Ja, ich komme ja schon. Wir werden auch dicke Kumpel, ich sehe das schon. So langsam wie du latscht. Gucke mal. Du hast bestimmt mal ein ganz leckerer Burger. Nee. Wir lassen die Rinder ja in Ruhe. Zumindest ich. Keine Schätze hier. Na sowas. Das ist aber eine sehr romantische Hütte. Und hier oben ist zwar die Luft sehr kalt und auch sehr dünn, aber man ist auch sehr nah an der Sonne. Also sprich, sehr ziemlich wenig Atmosphäre dazwischen. Was bedeutet, dass man als so standardmäßiger Mitteleuropäer ruckzuck einen Sonnenbrand kriegt. Aber sowas von ruckzuck. Im Gegensatz zum Toten Meer. Ich sehe euch zwei, aber. Da ist man nämlich unter normal Null. Nicht viel, aber immerhin ein paar Meter. Und das reicht schon. Da kannst du dich stundenlang volle Kanne in die Sonne packen, kriegst du keinen Sonnenbrand. Mein Gott. Da hängt ja das Fell richtig bis zum Boden. Naja, gut, du bist fast bis zum Boden. Ihr Rinderlein, komm mit. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudescha. Ja, nie Gott sei Song. Ja, nee. Du bist schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Ein Deutscher. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren die Nazis durch kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe.
Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyam de Sho. Karachasong. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Nein, Charlie! Sieht einladend aus. Was steht da? Du dachtest, ich denke. Jetzt, wo du sagst. Du. Tresson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal, schon mehr, gell? Warte! Tenzin! Wozu brauchst du das? Um dir eins über die Rübe zu zwiebeln. Kapitel 17! Bergsteigen! Machen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denn! Tschüss!